Morgen, bei mir gibt es heute in der Schule einen Apfel und ein bisschen Gurke. Und jetzt gerade trinke ich noch eine Tasse Blueberry Muffin Tee. Und hier unten im Backofen sind bei mir noch, oder für mich jetzt noch, drei Muffins drin aus Haferflocken, Milch, Proteinpulver und ein paar Früchten. Und da freue ich mich richtig drauf. Jetzt zum Mittagessen mal wieder Vollkornspaghetti mit Avocado. Zwischendurch gab es dann bei mir noch eine halbe Birne und eine Kiwi. Abendessen bei mir gab es dann ein Roggenbrötchen und da vom Backen am Nachmittag noch zwei Eiklar übrig geblieben sind, habe ich mir dann ein Spiegelei quasi aus zwei Eiweißen gemacht. Das habe ich auf die untere Hälfte des Brötchens gegessen, dazu gab es noch ein bisschen Kohlrabi und Gurke. Und auf die obere Hälfte habe ich dann auf ein Viertel ein bisschen Lachs gegessen und die andere Viertelhälfte dann einfach noch so. Guten Morgen, es ist schon wieder Dienstag. Ich habe heute relativ lange Schule, deswegen nehme ich auch viel mit. Hier ist ein ganzer Apfel, dann ist hier noch ein bisschen Gurke. Fürs Naschen zwischendurch habe ich zwei Mini-Kinderriegel und ein Mini-Kinder-Country. Und zum Frühstück gibt es noch ein Roggenbrötchen. Und fürs Mittag gibt es dann eine Vollkorn-Brotscheibe mit Avocado und Lachs. Und jetzt trinke ich noch eine Tasse Blueberry-Muffin-Tee. Gibt es jetzt nach der Schule noch eine kleine Schüssel Vanillejoghurt mit einer halben Birne und ein paar Physalis. Ich esse jetzt noch einen Kinderriegel. Keine Ahnung, was das jetzt ist, ob Mittag, Kaffee trinken oder Abendessen. Ich habe heute Abend keine richtige Zeit zum Abendbrot essen, deswegen esse ich jetzt was. Mal gucken, ob ich heute Abend doch noch was esse, weil wir uns quasi mit der Klasse oder mit den Eltern und Klassenkameraden zusammensetzen wegen der Abschlussfeier. Und deswegen bin ich da heute Abend nicht da. Mal gucken, ob ich danach noch was esse, aber deswegen esse ich jetzt quasi etwas mehr. Und zwar war das vor kurzem noch ein ganzes Mohnzopf, davon ist jetzt noch so viel übrig, das esse ich jetzt noch. Und dann habe ich mir noch ein doppeltes normales Brötchen geholt, davon esse ich jetzt ein Viertel mit so einer Frühstückswurst, ein Viertel mit Frischkäse, ein Viertel mit Nutella und ein Viertel noch Hälfte mit Erdbeermarmelade und die andere Hälfte mit so einer anderen Schokocreme von Rocker Nutrition. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich weiß, nicht unbedingt gesund, aber ja, ich gönne mir das jetzt mal. Morgen am Mittwoch. Ich habe mir wieder Frühstück für die Schule gemacht. Ich habe heute nicht ganz so lange Schule, deswegen ist es nur ein halber Apfel, ein Apfel und zwei Reiswaffeln. Und jetzt trinke ich wie immer eine Tasse Tee. Mittagessen ist gleich fertig. Bei mir gibt es endlich mal wieder Curry und zwar Kichererbsen-Curry. Da sind logischerweise drin Kichererbsen, dann Champignons, Möhre, Erbsen, normale, Brokkoli und Kokosmilch. Dann noch ein bisschen Sojasauce und ein paar Gewürze und Reis. Und da ich eigentlich den Reis immer auf den Teller mache und dann die Soße quasi drüber und ich jetzt aber aus Versehen den Reis schon mit untergerührt habe, mache ich mir jetzt noch ein bisschen Reis, weil das eigentlich eine Portion für zwei Tage ist. Das ist ein riesen Topf eigentlich voll. Und deswegen kocht jetzt gerade noch ein bisschen Reis. Und dann, ja, wenn der fertig ist, lasse ich mir es schmecken. Bei mir gibt es jetzt zum Kaffeetrinken eine Tasse Kaffee und eine halbe Birne. Zum Abendessen gab es dann bei mir wieder ein Roggenbrötchen. Das habe ich mir einmal auf der linken Seite, seht ihr das, mit Avocado bestrichen und Lachs draufgelegt und auf das andere Viertel dann ein bisschen Frischkäse gestrichen. Dazu gab es Kohlrabi und Gurke und die andere Hälfte liegt ja noch oben, wo ihr das hoffentlich sehen könnt. Und das habe ich dann einfach noch so gegessen. Morgen, wie eigentlich fast jeden Tag, habe ich mir wieder Schulessen gemacht und zwar einen Apfel und ein bisschen Gurke. Dann hole ich mir noch ein Roggenbrötchen beim Bäcker und zum Snacken zwischendurch habe ich noch notfalls eine Reiswaffel mit. Und jetzt trinke ich noch eine Tasse Tee. Statt dem Roggenbrötchen ist es dann bei mir zum Frühstück doch eine Chia-Stange geworden. Die habe ich euch noch schnell fotografiert, weil ich finde, das Roggenbrötchen hält nicht ganz so lang satt. Und da ich relativ lange Schule habe, habe ich mir diesmal eine Chia-Stange geholt. Zum Mittagessen gab es dann bei mir noch das restliche Kichererbsen-Curry, was ich auch schon am Tag zuvor gegessen hatte. Da mein Kichererbsen-Curry jetzt doch nicht mehr so viel war, habe ich mir jetzt noch ein normales Brötchen genommen und davon habe ich jetzt auch schon eine Hälfte gegessen und jetzt esse ich noch die andere Hälfte davon. Ich habe eben gerade noch Studentenfutter gegessen, das ist so ein Eimer voll, davon habe ich jetzt ungefähr die Hälfte gegessen und eine ganze Tafel Zartbitterschokolade und jetzt esse ich noch einen Pfirsichjoghurt. Abendessen gab es dann bei uns frisches Brot vom Bäcker und da hatte ich erst eine Scheibe, die habe ich mir mit Käse und Frischkäse belegt und eine zweite Scheibe mit Leberwurst und Hähnchenbrust. Und dann gab es selbstgemachten Salat von meiner Mama und da habe ich zwei Schüsseln davon gegessen. Bei mir gibt es jetzt Protein-Pancakes mit Apfelmus.
nachdem ich jetzt endlich mal fertig geworden bin und meinen Kaiserschmarrn schon versaut habe vorher. Ja, gibt es jetzt endlich Mittagessen nach dem Sport und ich freue mich jetzt auch drauf. Und jetzt esse ich noch ein Vollkorntoast mit Nutella. Da ich am Freitag dann noch schnell im DM und im Rewe war, habe ich mir für unterwegs eine Milka-Tafel geholt, und zwar die Collage. Ich finde, die sehen immer so lecker aus und ich wollte die einfach mal probieren. Deswegen habe ich mir die geholt und habe davon dann unterwegs eine halbe Tafel gegessen, und als ich dann wieder zu Hause war, dann noch die restliche Hälfte. Ich habe jetzt eben noch eine halbe Packung von den Stapelchips gegessen. Mittagessen am Samstag gab es dann bei mir eine Schüssel Porridge mit obendrauf einer halben Birne, einer Pflaume und ein paar Mandelspalten. Bei mir gibt es jetzt als Nachtisch noch ein Optiwell Vanillejoghurt. Und eben habe ich dann noch eine ganze Tafel von der Milka Zartherbschoki gegessen und noch die restlichen Stapelchips von gestern. Und da ich am Samstag kurz bei meiner Oma vorbeigeschaut habe und die Besuch hatten, haben die mir quasi ein Stück Torte angeboten, und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Deswegen habe ich dann noch so ein kleines Stück von so einer Heidelbeer-Sahnetorte gegessen. Ich hatte heute Abend irgendwie ein bisschen Streit mit meinen Eltern und eigentlich wollte ich zu meinem Freund, aber dafür war es dann irgendwie zu spät. Deswegen habe ich nicht mit Abendbrot gegessen und habe mir dann ungefähr noch so viel von den Salzstangen genommen. Und dann habe ich heute noch die ganze Tüte gegessen, und zwar waren das, oder sind das so zuckerfreie Gummibärchen aus dem DM. Die hatte ich vorher noch nicht, die wollte ich mal probieren. Sonst habe ich ja immer diese kleinen Häschen und ich finde, die schmecken so ein bisschen wie die Haribo Tropic. Also ja, von der Konsistenz her sind die zumindest etwa so. Ja, das habe ich dann heute quasi noch als Abendessen gegessen. Ich weiß, es ist nicht gesund und ich wollte euch damit eigentlich nur zeigen, dass ich manchmal mehr esse, als ich filme, aber es einfach nicht immer alles filmen kann, weil es nur Kleinigkeiten sind, die ich nebenbei so zwischendurch nasche. Oder es halt einfach mega ungesund ist und ich solche Fressanfälle ziemlich oft habe. Und ja, also das gab es quasi bei mir heute Abend.